Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, an meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe. Ganz wunderbar von Bluebricks Pro, die 104471, bestehend aus gut 4000 Teilen für 200 Euro Liste. Unser wunderbares Segelschulschiff, die Gorchwok. Richtig. Ist sie nicht hübsch? Ist sie nicht hübsch? Ich habe mich sehr gefreut. Und sie ist auch noch mächtig. Und auch noch elegant. Es ist alles zusammen. Ich bin ganz aufgeregt. Wir schauen uns doch diese nette Dame einmal in Ruhe an. Oder? Genau. Gleich vorweg, das ist natürlich kein Schiff zum Spielen. Schwimmt nur sehr kurz. Ist definitiv in keinem Maßstab, der jetzt irgendwie Sinn ergibt, sobald man mit Minifiguren hantiert. Das ist einfach etwas, was man sich voll Freude irgendwo hinstellt und sich denkt, meine Herren, sieht das nett aus. Und ist natürlich alles einzustellen. Es ist ein bisschen an der einen oder anderen Stelle was zum Durchatmen, wenn man jetzt nicht so auf Knoten steht und dicke Pfoten hat und dann der kleinen filigran arbeiten soll. Aber wir schauen uns das an. Ich bin mir sicher, für jeden von euch wird hier etwas dabei sein, was sehr viel Freude macht. Ob ihr euch das volle Programm dann antut, das bleibt natürlich euch überlassen. Das können wir doch alles in Ruhe uns einfach mal anschauen. Ganz kurz, bevor wir starten, gehen wir, glaube ich, mal, wir packen mal das, die, kurz mal rübergeschoben. Wir gehen mal kurz an die Box, an die Anleitung und dann schauen wir uns das Schiffchen in Ruhe an. Oder so machen wir es, kann überhaupt nicht schief gehen. Einmal hier ist es eine Bluebricks Pro Packung, das heißt von Qingbao ist es produziert. Der Entwurf kommt von Bluebricks. Im Gegensatz zu den Specials von Bluebricks haben wir hier also schon immer, haben jetzt die größeren Specials auch, eine Bauschrittunterteilung. Wir haben eine gedruckte Anleitung dabei, eine sehr, sehr gute. Und also es ist theoretisch für Einsteiger sagen wir mal, eher gedacht als ein Bluebrick Special, aber das Set ist nicht für Einsteiger. Gleich vorneweg. Also, die haben da eine Rückseite, nichts, von dem man sich fürchten müsste. Einfach nur mal hier ein paar nette Bilder. Netter Griff hier oben dran. Also, alles fein. Es gibt keine Aufkleber natürlich. Es sind Prints, aber die halten sich jetzt auch in Grenzen. Das hier ist ein Print. Und die Fahne ist bedruckt. Wir haben dann, das ist besagte Anleitung, das hier ist eine Schablone für die Segel. Und die ist wichtig. Also ich habe, stimmt nicht, ich habe länger gebaut, als ich dann für die Takelage gebraucht. Aber gut, also das alles, was, alles ab dem Deck nach oben hat genauso viel Zeit gekostet. Und ihr wisst es von mir, von den Kobi-Schiffen, habe ich euch auch erzählt, da habe ich ja gejammert. Bei jedem Schiff von Kobi. Und die sind ja auch wunderbar. Ich liebe ja, Schiffe zu bauen. Ich finde das ganz toll. Und es ist komplett anders entworfen. Also wenn ihr jetzt so ein Kobi-Schiff gebaut habt, mal die Yamato oder irgendwas, oder die klassische Bismarck. Super Schiffe. Baut sich vollständig anders. Das hier auf jeden Fall sind die Segel. 14 an der Zahl. Es sind natürlich schöne Stoffsegel. Und die legt man da drauf, damit man eine Schablone hat. Und diese Nummern findet ihr dann auch in der Anleitung wieder, damit ihr wisst, wo welches Segel hingehört. Und das ist bitter, bitter nötig. Und ich bin unglaublich froh, dass ich es gemacht habe. Dann schauen wir wieder mal rein. Am Anfang seht ihr, man baut natürlich den Sockel, aber das sind die Bauschritte. Oh, ich habe echt Angst um das Ding, dass ich das hier abräume. Kurz mal rücken. Das sind die Bauschritte. Und ganz am Anfang bei den ersten Bauschritten, das sind Carbonstangen. Und die stabilisieren das und die kommen ganz, ganz früh rein. Erster Bauschritt Sockel und danach geht es mit diesen Carbonstangen eigentlich gleich los. Und dann baut man sich hier drum rum. Und ich sage euch, also der Bauschritt 8 ist schon, also bis Bauschritt 6 hier, ist das ein Traum von einem Set. Das baut sich wunderbar, Teilequalität hervorragend, Passgenauigkeit hervorragend. Es gibt keine Probleme, keine Kratzer auf, also nicht mal Kratzer, könnt's gleich sehen. Super Set. Und die ersten 6 Bauschritte sind die pure Freude. Es ist einfach sensationell. Alles funktioniert, alles geht durch, coole Bautechniken. Das Ding wird richtig stabil. Es ist so gut wie massiv. Es gibt 2, 3 Hohlräume. Die haben mich auch, die fand ich auch lästig hier drunter. Das ist alles kein Problem. Es ist einfach alles gut. Und dann kommen die Deckaufbauten. Einige von euch, sagt ihr mir immer, ist das der große Spaß? Auch bei den Kobi-Schiffen. Aber wisst ihr, wenn ihr diese kleinen Bars dann in irgendwelche Konnektionen... Und bei den Kobi-Schiffen ist das wirklich die Hölle für mich. Hier ist es auch nett gemacht, aber es sind unglaublich viele von diesen kleinen C-Clamps mit Bar dabei. Und ich spreche wirklich über unglaublich viele. Und die setzt man hier zusammen, um diese Reling irgendwie darzustellen. Das ist nichts für mich. Da quäle ich mich durch. Natürlich ist aber das Ergebnis hübsch.
Aber trotzdem ist Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Danach das Knoten. Reden wir jetzt erstmal über die schönen Sachen. Es macht wirklich Spaß. Schaut euch mal die. Ich gucke mal, ob ich an die Stelle. Ah, hier sieht man es ganz gut, ja. Bauabschnitt 4. Ihr seht jetzt hier nochmal, dass immer nur der aktuelle Bauschritt voll dargestellt wird. Alles andere ist leicht verblasst. Und hier drüben seht ihr in der Mitte das Dunkelgraue. Also hier, dieses Dunkelgraue. Da seht ihr die Vertiefungen. Das ist quasi Luft, die man danach mit Plates überspannt. Das spart ihr eine Schicht Teile oder sowas. Ist soweit okay, ist alles kein Problem. Ändert nichts an der Stabilität des Schiffs. Das Schiff ist super stabil. Aber an den Folgebauschritten, wenn ihr dann was auf diese Plates draufsetzt, können die halt nach hinten durchbiegen. Blättert ein bisschen nach vorne, macht erst die Fliesen und Slopes auf die Plates und setzt sie dann drauf. Ansonsten habt ihr mit dem Hohlraum dahinter keinen Widerstand mehr. Das hat mich gestört beim Bau. Und das Ruder. Achso, wir haben mal ganz kurz, damit ich Platz habe. Das sind die Ersatzteile. Hier drauf ist der Print. Das hier ist ein schöner Print natürlich. Gleich Fock, Deutsche Marine. Es ist ein Rettungsschiff. Das ist, dieser Print ist hierauf als Trägerplatte angebracht, damit das komplett ohne irgendeinen Versatz, also wirklich perfekter Druck. Und dafür ist diese Trägerplatte da, bringt es dann auf dem Ding an, setzt es drauf, alles ist gut. Das sind Ersatzteile. Und das ist das blaue Stängchen, mit dem ihr die Bügelperlen befestigen könnt. Ja, es sind ein paar Baurichtungsumkehrer drin und dafür ist diese blaue Stange zuständig. Messen wir sie aus. Der ganz große Spaß. Dazu kommen wir doch. Jetzt müssen wir hier mal über die ganz großen Geschütze ausfahren. Wir kommen zu 80 cm, würde ich mal sagen. Mit Fähnchen macht vielleicht 81 draus. 80 cm, würde ich mal sagen. 52 cm. Jetzt die Rahn mal in der breitesten Stelle. Dap, 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 dap. Mit der Profi-Messhand sind das so 23 cm. Und wir haben Rumpf. Rumpf hat so 13. 12, 13. Ist schon mächtig. Aber durchaus, Cheers, muss mich kurz stärken, aber auch schlank in gewisser Weise. Gucken wir gleich an. Ist filigran. Und, schaut mal. Also ich finde, das sieht schon alles sehr gut aus. Das ist schon alles gut gemacht. Ihr könnt jetzt überlegen, wie viel Kordel ihr hier wegschneiden wollt, was ihr hier noch davon behalten wollt. Ich habe ein bisschen mehr dran gelassen. Das ist jetzt für die Vitrine, für wo auch immer ihr das Ding stehen haben wollt. Ich kann es jetzt irgendwie rum. Da hängt jetzt ein bisschen Zeug rum. Anker natürlich hier vorne. Ihr habt 5 Meter Kordel dabei. 5 Meter. Ihr braucht gut 2 Meter. Das heißt, wenn der 40 Zentimeter... ihr müsst selbst abschneiden. Ja, also ihr braucht eine Schere. Oder ein scharfes Messer. Wenn da also steht, 35 cm braucht ihr an der Stelle, das schneidet halt einfach mal 37 ab. Und dann habt ihr 2 cm mehr zum Knoten. Und am Ende bleibt halt was über und das schneidet ihr dann auch wieder ab. Und dann seid ihr happy. Seid ihr nicht zu knapp dabei, weil das nervt euch wie Teufel. Kann ich euch. Oder ihr seid halt perfekt im Knoten. Ich habe dicke Wurstfinger, alles ein großes Problem. Genau. Also ich wollte jetzt nur noch mal mit euch diesen Rundumblick genießen. Ich bin auch hier im Überlegen, das sieht in der Anleitung so aus, also dass ich es so richtig gemacht habe. Das ist so schön bauchig. Ich hätte überlegt, ob ich das hier auch umdrehe und von der Rückseite da andocke. Das hätte mir, glaube ich, besser gefallen. Es ist in der Anleitung aber so beschrieben. Ich habe es so gemacht, wie es mir gesagt worden ist. Aber ihr wisst, was ich meine, also dass ich das hier quasi abnehme und das dann hier auch ja so einknicke und es dann rückwärts anbringe. Es wird halt wahrscheinlich ein bisschen auf Spannung dann sein, aber dann hätten wir das auch so ein bisschen so eingeschlagen. Weil diese hier sind ja auch von unten jeweils übergesetzt. Ihr seht ja den Knopf, dass der dort zu sehen ist. Und deswegen dachte ich, man könnte es vielleicht rumbringen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe es jetzt einfach so gemacht. So ist es geplant. So habe ich es auch gemacht. Super Stoffsegel übrigens. Ja. Also nicht so wie bei diesen Rio Bricks, die ich ja auch hatte, wo das irgendwie ein bisschen faltiger war oder sowas. Das sind erstklassige, hervorragende Stoffsegel. Super Qualität. Hier, das müsst ihr alles einfädeln. Da müsst ihr auch kerngesund sein. Ah, das habe ich ein bisschen zu sehr auf Spannung da gezogen. Ne? Seid tapfer, seid vorsichtig. Macht das alles natürlich ordentlich. So, jetzt fange ich doch mal kurz an. Ich heb das doch mal. Es hat ein Gewicht, durchaus. Das ist ein ordentliches Schiffchen. Ich wollte euch nur mal kurz, während das draußen ist, mal hier diesen Sockel zeigen. Das ist er, stabil gebaut. Schön mit schwarzem Gold, sieht gut aus.
auf jeden Fall. Ist ein gutes Konstrukt. Ist auch absolut fest. Wenn man es jetzt so schräg hochhebt, ist ein gewisses Thema. Hier drin sind diese Bricks, die seht ihr, auf beiden Seiten. Und die kommen dann hier unten, seht ihr auch die Gegenpunkte dazu, dort und dort. Aber wir haben das grüne Unterwasserschiff. Das ist ja das Klassische. Die Gorch Fock ist ja ein bisschen durch ein paar Skandale durchgelaufen, manche sehr tragisch, manche aber auch unsere Freunde der Verwaltung in Höchstform. Dementsprechend war sie häufig in der Presse sehr unglücklich. Jetzt ist sie blau, wenn mich alles täuscht. Aber hier ist dieser grüne Strich, das sind Schläuche, ja, das sind quasi Pneumatik oder es sind Richard Hoses an und dadurch wird das gemacht, sind hier mit C-Clamps jeweils festgemalt, hier vorne mit den Teilen modified. Dadurch wird dieser Strich erzeugt und dann hier unten, das ist natürlich alles massiv gebaut, guckt euch das mal an. Ich gucke auch mal in meinen Monitor, damit ich sehe, was ich euch da zeige. Ich meine, das ist schon sensationell und das sind alles Standardteile, ja. Hier ist nichts irgendwie Wahnsinniges verbaut an Sonderteilen, wo ihr denkt, krass, was ist das denn hier, nur um so ein Bug herzustellen? Nein, das ist alles Standard. Das Ruder ist, würde ich sagen, einer der Schwachpunkte, was die Stabilität angeht. Er funktioniert einmal frei, kann man auch bewegen natürlich hier, Propellerchen dreht sich auch. Ist ja ein kleiner Hilfsmotor drin. Ja, ist ja ein Segelschiff, aber ich würde mal sagen, die sind dann doch nicht mehr so ganz klassisch dabei, was den Fatalismus angeht, um zu sagen, naja gut, dann ist halt eine Flaute, dann bleiben wir halt hier für einen Moment, ja. Sondern es soll ja schon ein bisschen vorwärts gehen. Aber dementsprechend haben sie hier ein kleines Motörchen reingetan, damit man sich natürlich irgendwie fortbewegen kann, nachvollziehbar. Das hier ist hier unten abgesichert, an der Stelle. Und hier oben mit einem, na, damit sie es halt drehen kann, richtig, mit einem kleinen Plate Modified Freund. Und das, sobald man natürlich dran dotzt, während man baut, geht es immer wieder ab. Also das ist etwas, ich würde diese ganze Konstruktion einfach sagen, ja, ist nett, dass sie da ist. Legt sie nebenher und wenn ihr mit dem Schiff fertig seid, setzt sie unten dran, dann ist sie da gut. Fällt natürlich nicht ab in irgendeiner Form, aber es ist einfach etwas, an das man gerne mal dotzt. Deswegen machen wir das nicht. Was noch so ein Konzept ist, Sekunde. Also ihr merkt, man kann es wirklich hantieren, das ist absolut massiv hier, das gilt der ganze Block. Hier sind diese, die Bootchen und die sind hier angebracht an diesen kleinen also einen Kran hier, Kran links, Kran rechts. Und da müsst ihr genau gucken, dass ihr diese Schnürchen lang genug macht, indem ihr diese Noppe dreht, damit es perfekt dann in der Waagerechten ist. Hier drüben ist es nicht perfekt in der Waagerechten, da müsst ihr mal dran arbeiten ein bisschen. Wie gesagt, es ist ein Modell, was man einmal zurecht macht, einmal alles auf Spannung bringt, dann stellt man es hin und lässt es in Frieden und man ist happy damit. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Carbonachsen hier sind super stabil, das sind großartige Masten. Sehr, sehr gut gebaut. Ich finde es auch mit dem Einsatz hier von dem Perlgold, das sieht alles hübsch aus. Die Knoten kann man professioneller knüpfen, als ich das gemacht habe. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Hier hinten kleines Hütchen, hier Steuerrad. Weiß nicht, ob ihr das... Also man kann es so kippen, ja. Also da fällt jetzt nicht unbedingt was. Hier Steuerraddetails. Alles gefliest, das ganze Deck ist gefliest, selbstverständlich. Guck mal, das nicht richtig festdrücken. Hier noch wunderbare Aufbauten. Ich zeige euch einfach mal Details, was davon ihr alles euch schnappen wollt, was davon gut ist. Hier oben sind auch nochmal Richard Hoses, die sind ja auch überall eingeklemmt. Wie gesagt, das sind alles kleine Bars. Ach du dickes Ei. Und ihr seht, das sind immer mehrere, gell? Also einer ragt von unten raus, da ist seitlich einer reingesteckt und da ist dann wieder einer drauf und von dort kommt dann wieder einer rein. Das sind 4 Bars pro Einheit. Und davon sind da irgendwie, keine Ahnung, 40. Ihr verbaut hunderte von diesen Dingern und damit... Es sind nicht meine Lieblingsteile. Es sind wirklich nicht meine Lieblingsteile. Das soll gesagt sein. Hier kleine Treppchen, Aufgänge, Niedergänge, Zeug. Es sind jetzt seitlich keine Wanden angebracht. Und da bin ich mehr als dankbar. Hätte ich die noch knüpfen müssen, ich hätte es einfach nicht gemacht. Ich hätte euch gesagt, guck mal, auf dem Foto sind die Wanden. Habt viel Freude. Ich bin schon hier mit den 50 Knoten, die ich geknüpft habe, wirklich an meine Grenze gekommen. Auf mehr hatte ich keine Lust. Wenn ich jetzt aber überlege... Ich habe ja Verschiedenes für euch. Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren versprochen, dass ich euch die Seekuh mal zeige, noch vom Lego Movie 1. Die habe ich auch noch. Ich habe ja auch die 2085. Ich habe die große Galeone von Blue Bricks. Das ist auch ein Pro-Set. Das hat 5500 Teile. Für 240 Euro habe ich euch auch gezeigt. Von Rio Bricks, wie gesagt, hatte ich die große. Die habe ich verkauft schon. Ich überlege, ob ich nochmal die Galeone reinhole und so eine Galeone und die Seekuh auch mal ins Video bringe.
Und dann habe ich ja noch, wir haben ja noch die Yacht und den alten Kutter und so weiter. Jetzt kommt noch der Seenotrettungskreuzer, kommt ja auch noch. Ich finde, dass so viele Schiffe kommen, sensationell. Ja, vielleicht, ich zeige es euch natürlich einzeln, vielleicht machen wir aber auch mal ein großes Bootsvergleichvideo. Bootchen. Ich weiß, dass kein Boot ist, das ist ein Vollschiff. Trotzdem, Bootchen im Video, sensationell. Ich freue mich. Ich überlege, ob ich noch irgendein Detail vergessen habe, was ich euch dringend zeigen will. Ah ja, also hier, diese Sachen sind, es ist das Kleingefuddel. Ich weiß, dass viele von euch mir dann immer sagen, immer wenn ich mich in einem Kobi-Video wieder drüber aufgeregt habe, sagt ihr, das ist total super, das ist euer größter Spaß, das oben schön filigran alles richtig zu machen. Aber dann ist dieses Schiff wirklich genau das Richtige für euch. Aber falls ihr sagt, Genau das Thema, von dem ich eben sprach, das ist mir während des Baus nicht nur einmal passiert. Ich habe das hier stehen, ich dotze an der Seite dran. Das ist genau der Punkt und das kommt hier unten wieder dran. Es ist leicht zu reparieren, macht doch überhaupt keine Probleme, aber man muss es einfach, man muss sich einfach der Sache bewusst sein. Und wenn einen das nervt, dann, wie gesagt, einfach am Ende einmal dran machen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Viele kleine Sachen, wir wollen Dinge tun. Ja, wenn ihr Spaß an den Dingern habt, seid fröhlich. Aber es ist, ich glaube, da war ich gedanklich, es ist definitiv kein Einsteiger-Set. Nicht wegen der Qualität, die ist hervorragend, auch von der Teile, auch von der Anleitung her. Ich glaube, ihr habt meinen Punkt. Sondern wegen der Komplexität dann im Aufbau, in Verbindung mit der Anleitung. Und dazu komme ich jetzt nochmal. Wenn ihr nämlich sowas seht, ihr seht immer das Schiff in diesem Winkel. Egal, was ihr baut, es ist immer dieser Winkel. Und es ist, auch wenn dort Pfeile sind, nicht immer 100% gegeben, dass ihr genau den Trefferpunkt seht, wo es hingehen soll, wenn ihr nicht mit den Teilen, die es gesamt im Sortiment gibt, irgendwie vertraut seid. Und ihr setzt sie dann an, seid nicht 100%ig sicher und dann am Ende habt ihr den Salat und meistens, wenn ihr dann halt die nächste oder übernächste Schicht anbringen sollt. Und dann kommt ihr aber an die unten drunter nicht mehr gut ran, das kann ich euch gleich schon versprechen. Und es ist nicht so schlimm wie bei einem Kobi-Schiff, dass ihr es nicht mehr auseinanderkriegt, das ist kein Problem. Ihr habt mit Sicherheit einen wertvollen Teiletrenner zu Hause, dann könnt ihr den nutzen und bekommt auch seitlich. Die Sachen haben alle einen Groove, ihr kommt überall drunter und könnt es wieder abhebeln, keine Schwierigkeit. Am lästigsten sind diese Slopes. Weil die halt wenig Angriffsfläche bieten. Aber auch das schafft ihr. Das Thema ist nur, es wäre sehr schön gewesen, wenn während man diesen Bereich hier baut, vor allem auch das hier mit diesen Slopes am Ende, dass man da das Schiff einfach direkt von der Seite gesehen hat, direkt Blickwinkel von hier und nicht Blickwinkel schräg von dort. Das hätte einfach enorm geholfen. Aber wenn man sich mit den Teilen auskennt, weiß man ja in gewisser Weise, dass manche Sachen nicht anders sein können. Also jeder, der ein bisschen erfahren ist, kommt problemlos durch. Aber für einen Einsteiger, nur weil das jetzt das erste Schiff ist, was aus Bausteinen jetzt mal richtig gut aussieht, dass man sagt, cool, das ist meins, damit steige ich ein. Da sei ein bisschen Vorsicht angebracht, glaube ich, an dieser Stelle. Ja, aber jetzt mal unter uns. Sieht super aus, oder? Also ich bin einigermaßen, wie ihr merkt, vielleicht angetan. Wie ihr vielleicht merkt, bin ich angetan. Ich bin nicht vielleicht angetan. So, das hier, wie gesagt, hier die Kordel, die muss ich noch mal ein bisschen gucken, damit Sven's dann da steht, gut ausschaut. Jetzt muss ich mal gucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in den Verkauf geht bei mir, dass diese aufgebaute Version, ob ich es bei mir ins Sortiment aufnehme, ist wieder eins dieser großen Pakete. Ich weiß nicht, ob ich mir das antue mit meinem kleinen Laden. Aber das Aufgebaute kann gut sein. Kann aber auch möglich sein, dass ich es noch, wie gesagt, für ein paar Videos immer mal als Set nehme, dass man mit hineinzieht oder für den Vergleich oder was auch immer. Das kann möglich sein. Und für eine gewisse Zeit gefällt es mir auch einfach, glaube ich, wenn es da steht. So ist es. Wie, Funktionen keine. Es muss euch gefallen, so wie ihr es hier seht. Gebt ein bisschen auf das arme Ruder acht. Sonst haut, es war bestimmt das 20. Mal, dass ich es abgehauen habe. Also garantiert. Und das ist, es ist leicht zu reparieren, aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen lästig. Deswegen lasst es einfach weg, wirklich bis zum letzten Bauschritt. Setzt es dran und alles ist happy. So ist es. Ein kleiner Blick. Gorch Fock, Segelschulschiff, 4000 Teile, 200 Euro mit wunderbaren 14 Segeln. Großes Fest. So ist es. Ich hoffe, es folgen noch viele weitere. Ihr wisst, so Old Ironside oder so, das fände ich richtig cool. Da hätte ich sehr, sehr viel Spaß dran. Auch bitte mit diesen Segeln. Seit ich jetzt weiß, dass sie die haben, möchte ich die überall dran sehen. Und dann noch mit ein paar Kanönchen, wie sich das für ein Rettungsschiff gehört.
Habt sehr nette Leute um euch und eine großartige Zeit. Bis bald.